Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Walking Zombie 2. Ich habe beim letzten Mal auch gesehen, dass es hier einen Immobilienmakler gibt. Und bei dem können wir uns ein Haus kaufen. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesehen, aber... Darin ist Platz 2 Werkbänke. Und mit der Werkbank kann ich mir, glaube ich, Items craften, so wie ich es auch in der Open World kann. Also eigentlich nichts Neues. Ist auch wieder nur Müll. Wir haben übrigens mittlerweile schon 322 Münzen, 332 Münzen. Ah, hin und wieder bin ich halt mal reingegangen, hab das Zeug mitgenommen. Aber vielleicht kann ich mir damit trotzdem noch nicht. Was sogar, was ich jetzt machen soll. Wir haben auch durch dieses tägliche Rad, hier, durch das hier, hast du manchmal auch durch Lucky Wheel die Chance auf einen Fertigkeitenpunkt. Den habe ich ein einziges Mal bekommen. Deswegen habe ich jetzt einen Gratispunkt noch extra. Handel, fahren. Neues Mal 0,25 weniger. Mal Preis mal 0,25. Wie viel bringt mir das? So ein Ding kostet 17.530. Siebenundvierzig Gold weniger durch einen Punkt. Naja, immerhin. Ändert vielleicht auch noch ein bisschen was für uns? Uns zum Angucken. So eine schöne Rüstung für 3840. Ne, für 3619. Könnte man sich gerade so kaufen, aber ich will es mir ehrlich gesagt nicht kaufen. Kritische Chance plus 2% wäre natürlich schön. Aber wir brauchen das nicht. Stattdessen, meine lieben Freunde, sind wir voll ausgestattet mit einer MP und einer Shotgun. Und machen weiter. Ich weiß gar nicht, wo die nächste Hauptmission war. Wir nehmen erstmal die mit. Die Vorräte für Landstreicher. Gucken, was es dort so Schönes gibt. Im Forschungszentrum. Ah ja. Wieder die Befreundeten. Ruby hat mich geschickt. Ich habe die Vorräte mitgebracht. Oh, sehr schön. Jetzt übernehme ich bis später. Nicht so schnell. Ich muss den Kontrollraum und einige Daten herunterladen. Da kommt man ganz richtig den GF geradeaus und dann rechts. Danke. Noch Leute hier, ansonsten, ja. Ey, sieht auch schon aus wie Zombies, so blass wie die sind. Der Kontrollraum ist blockiert. Und sprich mit dem Anführer der Landstreicher, mit dem soll ich reden. Hast du ihn gefunden? Naja, er ist im Wrack vergraben, ich komme noch nicht durch. Vielleicht findest du unten ein Backup, wie komme ich dorthin? Am Fahrstuhl vorbei, aber zuerst musst du mit Ruby sprechen. Alles klar, na gut. Ab zur Fifth Avenue, zur Zombie-Horde. Die nächste Mission. Fünfmal Stielhandgranate 24. Ich habe vergessen, wie man Granaten wirft. Mit 2 und 3. Ne, 3 und 4 habe ich Granaten. Ah, ich bin hier gerade ein bisschen. Verwirrt. Naja, schön alle sammeln lassen. Das finde ich gut. Gut. Wir nehmen mal eine normale Granate, oder? Ne, wir nehmen so eine große Granate. So eine? Alter! Übrigens die erste Zombie-Welle. Na gut, aber es hat mir. Wie gesagt, ich finde es so ultra schade, dass wir keine Erfahrung dadurch kriegen. 25. Die Zombie-Hunde werden zuerst getötet, weil die zu schnell sind. Falls es keine gibt, warten wir ab. Und scheinbar scheint es keine Zombie-Hunde zu geben. Uff, aber den gibt es da.
leider etwas zu gefährlich. Wird er gleich gekillt. So. Und dann mal auf den Haufen. Also normale Granate reicht nicht aus, wa? Ich habe da die Stielhandgranaten, das würde natürlich auch funktionieren wahrscheinlich. Eieiei. No. Daneben geschossen. Level 24 ist der Typ. Kein Hund. Kein Hund. Aber da kommt nochmal so ein Dicker. Den ich leider wieder vorher killen muss, ist ja nervig. Oh, doch ein Hund. Und ja auch ein Spucker? Nee. War der Typ gewesen. Doch ein Spucker, ne? Dum, dum, dum. Doch, wo schießt der denn hin? Na gut, das war eine easy Zombie-Welle. Danke sehr. Ich habe ein bisschen Money Minus gemacht, aber naja. Gehen wir noch zur Tankstelle. Was haben wir da denn für eine Mission? Haben wir auch noch eine? So, über das Erdgeschoss, über das Erdgeschoss und hol die Holzbretter, ne, gut. Kommen ganz schön viele davon. Ach, guck mal, die explodieren, ja. Gut zu wissen. Die gehen bestimmt zu meinen Gegnern. Die explodieren, wenn sie in meiner Nähe sind. Vitamine. Noch mehr heranstürmende Zombies, die so lange durchhalten. Damn, damn. Damn, damn. Tja, die haben mehr Musik gerade, wa? Dum, dum. Bräuchte mir vielleicht doch sowas wie ein Baseballschläger, so eine Nahkampfwaffe. Kann man sie vielleicht doch holen. Mal Munition zu benutzen ist, glaube ich, ein bisschen zu verschwenderisch. Oder wir benutzen für sowas einfach mal das Shotgun. Da kriegt ja auch keinen Damage ab, the fuck? Und säubere das Erdgeschoss 2. Hol die Holzbretter, verrammle die Fenster. Töte die herannahenden Zombies. Hier ist nämlich noch zwei Fässer. War so klar. Komm ruhig, alle her. Ja, man kann wie gesagt viel zu wenig looten. Das missfällt mir etwas. Dim.
Money. Ein Sprengfass mehr, das ist ja bedauerlich. Oder? Oh, ich habe keins mehr. Ah, aber nicht so viel Schaden. Die anderen Granaten echt besser. Hätte nicht gedacht. Er ramle die Fenster. Und oben natürlich auch noch. Machen wir auch noch sauber hier. Dum, 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 dum. Ein bisschen rumfegen. Den Müll wegräumen, warum nicht? Verteile Nagelsperren um das Haus. So, so. Okay, ich hätte eher was anderes gedacht. Sind denn irgendwo welche? Nö. Dum, dum, dum. Dreißig Munition. Für ein neues Sturmgewehr, was ich mir da irgendwann holen werde. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen Gold. Nimm die Türen, platziere die Türen. Boah, ist das langweilig, Alter. Oh Gott, ist das übel. Nimm die Tür, platziere die Türen. Das ist doch alles. Naja. Yo. Wir haben das Spiel an sich durchgespielt. Jetzt kommt immer das Gleiche. Ein richtig krassen Mobile-Charakter. Ach, das ist gar nicht mein Auto. Das hier ist mein Auto. Naja gut, kriegen wir einfach ein bisschen was, ne? Für die abgeschlossene Mission. Schauen wir hier. Ach ja. Was willst du denn hier? Open World. Ach, lass mal. Oh, zurück in die Stadt gehen. Let's go. Holen wir uns ein neues Level ab. Wir kriegen nämlich so viel Erfahrung. Danke für deine Hilfe. Ich habe mit Chuck gesprochen, bereits einige Männer in die neue Stadt geschickt. Wow, danke. Oh, ist das eine Werkbank? Hm, dann könnte ich auch meine Waffe verbessern. Muss ich noch gar nicht. Was brauchst du? Ich muss in das Kellergeschoss der Forschungsstation. Da darf niemand hin. Dort ist alles verseucht. Und ich kann es nicht riskieren, dass die Infektion sich ausbreitet. Ich muss wirklich dorthin. Das wird dieser verdammten Welt nützen. Glaubst du wirklich, dass du ein Heilmittel finden kannst? Du bist verrückt, bring unsere Leute in Sicherheit und dann sehen wir weiter. Level 35, ich bin Level 18, Level 19 bin ich. Holy shit. Was willst du denn von mir, ey? Oh, du schon, ich habe einen Job, das erledigt werden muss. Hast du Interesse? Ich bin ganz ohr. Wie soll ich das formulieren? In schwierigen Zeiten wie diesen gewöhnen sich die Menschen seltsame Dinge an. Ein schräger Kult verbreitet sich in der Stadt. Ein Kult? Ja, genau. Und seit diese hier eingetroffen ist, passieren hier merkwürdige Dinge. Einige Menschen drehen durch und verschwinden spurlos. Und du gibst dem Kult die Schuld? Ich habe da einige Ahnung, aber ich brauche eine Information. Einen Informanten. Diese Bastarde haben irgendwo in der Kanalisation einfach Versteck. Sie markieren ihren Weg mit seltsamen Puppen. Ich kümmere mich darum. Ich suche einen Job. Einen Job? Ich brauche einen harten Kerl, der die Zombies auf dem alten Bauernhof der Normans beseitigt. Schon wieder der Bauernhof. Kehre nach Chuck zurück. Was ernst? Ne, in Springfield ist doch Tankstelle. Ach, dann ist Chuck.
Hab schon gesucht. Wo ist er denn? Ich möchte nicht in einem leeren Haus und besorge mir ein paar Möbel. Wo siehst du aus, Alter? Und wieder 15 Liter. Und 5 Fertigkeiten. Wir haben 2 Level-Ups gerade bekommen. Nice. 10 Gratis-Punkte. Gut, warten wir erstmal ab. Wo gehen wir jetzt hin? Ab in die Kanalisation. Bauen auf den Normans Funkturm. Na, Step for Step. Eins nach dem anderen. Eieiei. Na, den sehe ich jetzt gerade nicht. Shit. An die komme ich gerade nicht dran. Tja, mit einer schwachen Waffe ist nicht so geil, ne? Repariere die Brücke. Ein Kultzeichen, wo ist es denn? Da. Eine kleine Puppe. Mies. Ding, ding. Executioner, ein Achievement erreicht, erhalten. Die werden leider nicht gekillt durch die Stacheln fallen. So, 4 daneben geballert. Nein, ist wahrscheinlich die nächste. Da. Dann kommen die wahrscheinlich alle hier raus. Eine Explosion von vorne da hinten noch. Oh, das war's schon. Okay. Auf zum Bauernhof der Normans. Aber meine Freunde, an der Stelle würde ich sagen, ganz kurz mal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.